Eine Enzephalitis ist eine gefährliche Entzündung des Gehirns, die häufig durch Erreger wie Herpes, Windpocken und Masernviren hervorgerufen wird. Aber auch Bakterien oder eine Autoimmunreaktion können Ursachen sein. Für eine folgenlose Heilung ist es wichtig, die Erkrankung rechtzeitig zu erkennen. Folgende Symptome treten bei einer Enzephalitis auf. Erstens, allgemeines Krankheitsgefühl. Vor den typischen Anzeichen einer Gehirnentzündung kommt es häufig zu allgemeinen Beschwerden. Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit und Fieber gehören dazu. Zweitens, Benommenheit. Zu den typischen Symptomen der Gehirnentzündung zählen Verwirrtheit, Benommenheit und Bewusstseinsstörungen. Kommen diese Beschwerden hinzu, sollte schnellstmöglich ärztliche Hilfe gesucht werden. Drittens, Krampfanfälle. Unkontrollierte Signale der Nervenzellen führen bei einer Enzephalitis oft zu Krampfanfällen. Viertens, Sprach- und Koordinationsprobleme. Betroffene sprechen womöglich undeutlich oder haben Schwierigkeiten, Worte zu finden. Auch die Koordination und Bewegung kann gestört sein. Und fünftens, Nackenschmerzen. Häufig geht mit einer Gehirnentzündung eine Entzündung der Hirnhäute einher. Dann spricht man von einer Meningoenzephalitis. Diese macht sich durch Nackenschmerzen bemerkbar.